Das hier ist eine Emoji-Challenge. Willkommen zu einem neuen Vlog und zum Frühstückstalk. Wir haben heute mal wieder Eier gemacht und keins ist aufgeplatzt. Ich habe nämlich mal in Galileo vor Ewigkeiten gesehen, da haben wir nämlich getestet, ob ein Eierpiekser sowas bringt oder nicht, weil viele auch geschrieben haben, ob wir nicht einen Eierpiekser benutzen, weil sie dann ein kleines Löchchen ins Ei macht. Und da hat Galileo nachgewiesen, dass es anscheinend gar nichts bringt. Das ist halt manchmal, ja. Aber was auf jeden Fall bestimmt, was damit zu tun hat, ist, wenn man es direkt aus dem Kühlschrank holt, dann ist es ja deutlich kälter und dann kommt es in das heiße Wasser und dann erzeugt es natürlich Spannung und dann reißt es natürlich leichter. Weil manche haben auch gesagt, man soll es einfach ins kalte Wasser tun und es dann langsam anfangen zu kochen. Das ist auch ein guter Tipp eigentlich. So, jetzt Frühstückstime. Was passiert hier? Du siehst einfach aus wie das Emoji der Mond. Guck mal so richtig rein. Was ihr nämlich nicht wusstet, das hier ist eine Emoji-Challenge. Nee, eigentlich nicht. Ich hatte so eine komische, ich weiß gar nicht, was das ist für eine Maske, mit so Kakao drin und sowas. Und dann habe ich noch eine Kapsel Aktivkohle dazu getan. Oh wow, warum denn das? Und weil das gut sein soll, das zieht so den Shit aus der Haut. Sieht auf jeden Fall krass aus. Das ist geil, weil die ist so voll fest und deswegen konnte man die so ordentlich drauf machen, diese Maske. Das mag ich, wenn es schön aussieht. So, jetzt muss es einwirken. Heute ist ein bisschen PC-Time. Ich schreibe weiter an meiner Studienarbeit und bin da jetzt dann bald fertig und muss dann formatieren. Das mag ich immer gar nicht so gern. Die ganzen Quellen irgendwie sauber suchen und sowas und sauber eintragen. Ich weiß, ich habe das. Man kann das alles automatisch am Anfang schon einrichten, aber ich habe es diesmal irgendwie nicht gemacht, weil ich einfach angefangen habe zu schreiben, was ein bisschen dumm war. Aber naja, ist ja nicht so lang so eine Studienarbeit. Bei der Bachelorarbeit muss ich es dann auf jeden Fall machen. Und dessen gibt es einen Humpentee. Wie eine Maß. Und weil viele gefragt haben, was für eine Dioptrienzahl ich habe. Also ich bin ein ziemlich blindes Huhn. Deshalb denkt ihr wahrscheinlich auch. Und deshalb sieht es so ein bisschen aus, dass mein Kopf oben in der Brille so ein bisschen gequetscht ist. Ja, also ich habe minus 4,75 auf den Augis. Auf den Augis. Es ist schon sehr blind, aber es geht. Also ich finde es immer witzig, wie Leute kommen, die gut sehen und sagen, wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Ist das genauso, wie wenn ich irgendwie die Brille auf dem Kopf habe von dir? Nein, das ist was völlig anderes. Also du siehst ja teilweise, wenn du dich anstrengst, mit meiner Brille ja noch relativ gut. Also nicht gut, aber du kannst Sachen erkennen. Und bei mir ist es halt alles eher so trüber ein bisschen, ich weiß nicht. Aber schwierig zu beschreiben. Aber man kann, wenn ich so die Augen entspanne, oder? Also wenn man so die Augen entspannt, dann sieht man ja nichts scharf. Dann ist ja alles wie so verwaschen. Also wenn man so einen Glotzer hat mal. Wisst ihr, was ich meine? Sieht man dann vielleicht ein bisschen so? Ich glaube, ich sehe schlechter. Noch schlechter? Wie wenn ich schiel vielleicht. Aber dann ist ja alles völlig nebeneinander. Dann ist es ja eben, das verzieht sich ja so. Es verzieht sich ja nicht. Es also hat wie alles wenn es so halt unscharf. Voll neblig ist alles. Ja. Wow, also, kannst ja nichts dafür, aber schon hart, oder? Ja, ich habe halt eine Sehbehinderung. Ist es eigentlich bei dir über die Jahre schlechter geworden? Ja, es hat in der 5. Klasse angefangen, der 6. Klasse. Dann dass du plötzlich nicht mehr so gut gesehen hast. Ja, dann wollte ich ewig lang keine Brille und sowas. Ich hatte aber auch mal eine Brille. Wenn ihr meine ganz alten Videos kennt, dann wisst ihr das vielleicht. Also ich hatte sie in den Videos. Nein, ich hatte sie in den Videos natürlich nicht an. Ich hatte die Brille in der 1. Klasse. Aber ich habe die da mal rausgeholt und einmal in einem Video. Ich glaube, es war so Random Facts Video. Hast du die Brille immer noch? Weiß nicht. Wenn, dann müsste Mama die haben. Ich weiß nicht, ob sie die behalten hat. Die war urhässlich. Also richtig hässlich. So eine Janosch-Brille. So rund. Aber so platt rund. Nicht so rund, sondern so ovalrund. Die war echt nicht so schön. Und dann haben sie mich auch eine Brillenschlange genannt. Oh. Die fiesen. Ja, ja. Ich hatte die eigentlich nicht, weil ich schlecht gesehen habe, sondern nur, weil ich manchmal Kopfweh hatte. Also ich glaube, ehrlich gesagt, der Augenarzt hat das ein bisschen falsch diagnostiziert. Haben sie dir Fensterglas reingemacht, ein bisschen Placebo-Effekt. Wahrscheinlich, ja. Das ist das Video. Wir haben es extra rausgesucht für euch. Also wenn ihr das ganze Video schauen wollt, ich da hatte oben in der steht. Grundschule mal eine Brille. Die ist so hässlich. Süß. Hallo. Boah, ich sehe gar nichts. Ich muss ja blind gewesen sein.
Peinlich! Oh. Boah. Da waren alle Katzen bei mir und jetzt will niemand mehr bei mir sein. Bis ich die Speicherkarte wieder in die Kamera gemacht habe, sind die Katzen schon wieder weg. Oh. Alex so, gib mir Liebe! Was passiert hier, hm? Plüschi! Plüschi! Mimi reicht's jetzt, der möchte jetzt keine Liebe mehr verschenken. Schade! Das will ich ganz beobachten, gell? Das ist einfach das Allersüßeste, wie Mimi mit sich selber spielt. Aber jetzt macht er es natürlich nicht mehr. That's so cute. Wow, die Couch sieht echt schlimm aus. Wenn er mal immer so Sachen spielt, kann es ja nur so schlimm nach Fell aus. Ich bin in Sportsachen, denn ich jogge jetzt noch runter in die Stadt. Ich muss noch zum Saturn und eine Festplatte und einen USB-Stick kaufen. Und da habe ich gedacht, dann verbinde ich das doch mit einem kleinen Run und jogge dahin. Ich habe vorhin Marie gefragt, ob man das bringen kann, in Saturn zu joggen. Aber Marie hat gemeint, ja, ja, natürlich. Finde ich, kannst du schon machen. Ja. Ist doch scheißegal, was andere denken. Eben. Ja, und ich sitze hier immer noch, aber ich bin jetzt eigentlich fertig mit meinem Geschriebenen. Also ich habe jetzt 9 Seiten mit Quellen, muss man sagen. Also ich habe 8 Seiten geschrieben. Und schon ein krass Bild. Aber eigentlich. Also, aber ja, das passt. Und jetzt lese ich es mir nochmal durch und füge vielleicht hier und da was hinzu. Weil den einen Teil habe ich ja, also die ersten 2,5 Seiten habe ich gestern geschrieben. Und heute geht es mir übrigens wieder voll gut. Aber gestern war mein Kopf so ziemlich Matsche. Und deswegen muss ich das jetzt nochmal durchlesen und mir anschauen, ob es überhaupt Sinn macht, was ich da fabriziert habe. Ja, und dann bin ich fertig. Was ich richtig gut finde, weil ich dachte, ich würde da länger dran sitzen. Yes! Ich bin wieder zurück von meinem Shopping-Joggen. Es war echt witzig, bin ich da mit meinem kleinen Tütchen vom Saturn hier hochgerannt mit nur einer Festplatte und einem USB-Stick. Und jetzt ist es schon 19:30 und irgendwie haben wir nicht mehr so richtig Lust, was zu kochen. Und haben auch gar nicht so viel da. Und dann ist mir eingefallen, dass ich noch so einen Gutschein von so einem Lieferservice habe, weil den gab es damals auf der MASH in München, habe ich den irgendwie gekriegt, den Gutschein. Und den versuchen wir jetzt einzulösen, weil das Schwierige daran ist, dieser Gutscheincode leicht verschwommen ist, dadurch, dass ich ihn so krumpelig im Rucksack drin hatte. Pizzen sind angekommen und irgendwie haben wir einfach einen kleinen Salat dazu bekommen und so rote Paste, keine Ahnung was das ist. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Und ich als alter Schwabe, wir haben einfach jetzt 8,50 € für 2 große Pizzen gezahlt durch diesen Gutschein. Ja. Sehr, sehr gut, würde ich sagen. Ich glaube, 8 € Rabatt der Gutschein, ne? Mhm. Ja, nicht schlecht. Guten Appetit. Guten Appetit. Pizza Nummer 1, vegetarisch, da ist so viel drauf. Also oftmals sind die Pizzen nicht so spärlich belegt und die ist richtig geil. Wow. Und das Pizza Nummer 2, wow. Rucola, Parmesan und Tomaten. Lecker. Wie wollen wir jetzt? Halten? Hälfte, Hälfte, oder einfach? Ja. Wie sollen wir den Transport machen? Das weiß ich noch nicht. Ist euch übrigens aufgefallen, dass ich heute mal hier sitzen darf? Cool, gell? Ja. Oh, schön angestrahlt hier. Ja. Mit dem neuesten Technikmitglied. Ich habe nämlich das kleine LED-Panel aufgebaut. Ich finde es viel besser, dann kriselt es nämlich abends nicht so extrem, wenn wir das stimmt. Den ja. Vlog beenden. Dann sieht es noch einigermaßen gut aus. Bin ich richtig schön glänzig ausgeleuchtet, ja. Mit eingecremtem Fett-Schlafe-Gesicht. Black Mirror ist einfach so gestört, diese Serie, also echt abartig. Aber es macht ist so geil, Sinn. Aber es ist auch gleichzeitig so verstörend irgendwie. Ja, ja. Aber es ist echt cool, also wenn ihr ihn nicht gesehen habt, es lohnt sich auf jeden Fall, die anzuschauen. Und das ist cool, also das Allercoolste finde ich, dass man so quer gucken kann und dass es egal ist, in welcher Reihenfolge oder wo man anfängt, wo man aufhört. Also man kann jede Folge, weil die alle nicht miteinander man muss da auch nicht so suchten. Genau. So wie irgendwie eine andere Serie, wo man dann gar nicht mehr wegkommt abends. Also wir haben uns trotzdem auch 3 Folgen angeguckt, aber trotzdem hätte man auch nach einer aufhören können. Ja. Und zwar nicht so, ich man kann leichter weiterschauen. Ja, genau. Genau. Naja, jetzt gehen wir auf jeden Fall völlig verstört schlafen und hoffen, der Vlog hat euch gefallen. Ja, Pizza war übrigens unfassbar lecker. Also ja, wir hatten echt einen Glücksgriff mit der Pizzeria, das war echt cool. Ja. Ja. Und jetzt geht's ab ins Bett. Richtig. Soll ich euch sagen, was der Nachteil an dieser Lampe ist? Was? Ich sehe den ganzen Tag.
Brustdreck. Da hinten sehe ich richtige Staubflusen liegen. So große. Da hinter dem Lichtschalter. Ah ja. Nicht so schlimm, jetzt beenden wir mal, bevor du noch mehr denkst. Okay, ja, schnell. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Tschüss. Tschüss. Wenn er mal immer so Sachen spielt, kann es ja immer so schlimm nach Fell aus. Sieht aus, als ob er so einen Fisch im Mund hätte oder sowas manchmal.